Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gespräche über Rettung der angeschlagenen Credit Suisse gehen weiter. Laut Medienberichten soll noch heute eine Notfusion mit der größten Schweizer Bank UBS besiegelt werden, bevor morgen die Börsen wieder öffnen. Die Credit Suisse ist das zweitgrößte Geldinstitut der Schweiz und steht trotz eines Milliardenhilfspakets weiter unter Druck. Putin besucht besetztes Mariupol. Es ist der erste Besuch in der Hafenstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Staatsmedien veröffentlichten Bilder, die Putin unter anderem bei einer Rundfahrt zeigen. Russland hatte die ukrainische Stadt nach heftigen Kämpfen Mitte Mai unter seine Kontrolle gebracht. Serbien und Kosovo wollen Beziehungen verbessern. Vertreter beider Länder einigten sich nach Vermittlung der EU am Abend auf einen Fahrplan zur gegenseitigen Annäherung. Beide wollen der Europäischen Union beitreten. Der Kosovo spaltete sich 1999 von Serbien ab und erklärte sich 2008 für unabhängig. Serbien erkennt dies nicht an. Hunderttausende protestieren erneut gegen Justizreform in Israel. Großkundgebungen gab es unter anderem in Tel Aviv und Jerusalem. Nach Plänen der Regierung Netanyahu soll das Parlament künftig Entscheidungen des höchsten Gerichts mit einfacher Mehrheit aufheben können. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr. Schweres Erdbeben in Ecuador. Dabei kamen mindestens 15 Menschen ums Leben. Fast 400 wurden verletzt. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8. Betroffen war auch das Nachbarland Peru. Dort starb ersten Angaben zufolge ein Mensch. Das Wetter, heute viele Wolken und öfter Schauer, zum Teil auch kräftig und gewittrig. Im Nordosten neben den Wolken noch am freundlichsten. Höchstwerte 8 bis 18 Grad.